Und Gönnern, die das Rennen möglich gemacht haben. Ich beginne heute mit dem Kur- und Tourismusverband Backkastein, der das Rennen hier unterstützt hat. Mit der Kasteiner Alpenstraße, mit unserem Erdbau Spiesberger, der die Strecke präpariert hat. Bei den Kasteiner Bergbahnen bedanke ich mich recht herzlich. Bei unserem Otto Klaffenbeck hier vom Valeriehaus, der uns unterstützt hat. Bei der Kasteiner Alpenstraße natürlich beim Herbert Altenhuber, der da ist. Vielen Dank nochmal, dass ihr dieses Rennen ermöglicht habt. Und ich bitte für unsere Wohltäter hier um einen herzlichen Applaus.
Ja, ich möchte mich nochmal recht herzlich bei den Veranstaltern von dem wundervollen Rennen da bedanken. Es war, glaube ich, von der Qualität der Loipen, von der Ausrichtung des Rennens, von der Zeitnehmung her alles perfekt. Die Rückmeldungen von den Athleten und von den Zuschauern waren dementsprechend eine wunderschöne Veranstaltung. Da kann man stolz drauf sein, dass wir das in Sparkestein veranstalten haben dürfen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir das in den nächsten Jahren auch wiederholen könnten. Vielen Dank.